Hallo liebe Bastler, wir starten wieder los in unseren nächsten Team-Videos. Juhu, ich freue mich schon total. Zum Katalogstart gibt es es nämlich wieder dieses Mal 14 Tage lang. Also wir starten heute mit sozusagen Tag 1 und eben da kriegen Sie dann ein Video. Und wir zeigen natürlich die neuesten Stempelsets und so weiter. Aber genaueres erzähle ich Ihnen jetzt. Gut, meine Lieben, wir starten also in unsere nächsten Team-Videos. Ich freue mich so, ich finde das immer so nett. Meine Mädels sind immer so unglaublich kreativ. Ich liebe es, es ist so nett. Jedenfalls habe ich mir dieses Mal wieder eine besondere Aufgabe ausgedacht. Klarerweise, sie kriegen ja immer irgendeine Herausforderung, die sie dann zu bewältigen haben. Und ich habe mir gedacht, ich mache es meine Mädels dieses Mal ganz einfach. Und zwar zeichne ich für jede meiner Damen eine Skizze, also so einen sogenannten Card Sketch oder Karten Sketch oder Kartenskizze. Also es kursieren da mehrere Namen für die Dinge. Gehen tut es also darum, dass jede Dame oder jedes meiner Mädels eine eigene Skizze bekommen hat, die nur sie bekommen hat. Und sie hat auch nur ihre eigene Skizze gesehen. Also es wird wieder ganz spannend, auch für meine Mädels, wie denn die Skizzen von den anderen Damen ausschauen. Wir haben das ja alles immer dann ganz stillschweigend. Es ist so nett, es ist immer so spannend in jede Richtung. Einfach herrlich. Ja, also ich habe also Kartensketches oder Cardsketches gezeichnet und habe als Test einmal diesen Sketch oder diese Skizze meine Teamkolleginnen weitergegeben, sprich meiner Upline und eben auch die Mädels von meiner Upline und habe gesagt, wer Lust hat, soll doch bitte mir eine Karte schicken, die in diesem Stil ungefähr gebastelt ist. Und meine Upline, die Silvia Braunöder und auch meine Teamkollegin, Teamschwester, wie auch immer, obwohl eigentlich ist sie Teamnichte, egal. Jedenfalls die Bianca Niedrist war auch so lieb und hat mir auch eine Karte geschickt, die für sie in dieser Art gebastelt war. Und das war für mich deshalb ganz interessant, weil ich ja in meinem Auftaktvideo heute wieder so ein bisschen beschreibe, um was es eigentlich in den nächsten Videos eben so geht. Also habe ich die Mädels eben diesen Sketch gezeigt und da ist von der Silvia dann diese Karte gekommen. Ganz, ganz, ganz süß mit den Schneemännern drauf. Im Hintergrund mein absolutes Lieblingspapier aus diesem Herbst-Winter-Katalog, dicht gefolgt von dem zweiten im Glanz, glaube ich, heißt es oder so. Jedenfalls, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz schönes Papier und eben, sie hat lustigerweise die ganzen Schneemänner so rundherum angelegt, wie ich das eben da vorgezeichnet habe mit den Blättern. Ich lege meinen Katalog zur Seite, dass man es besser sieht. In der Mitte der Spruch hat sie wunderbar erfüllt. Auch im Hintergrund das Band. Da habe ich freigestellt, ob es ganz egal. Meine Mädels haben da ganz frei entscheiden können, möchten sie ihr Stoffband verwenden, möchten sie was Gestempeltes geben, möchten sie Designerpapier verwenden. Sie waren da komplett frei. Und die Braunöder Silvia hat sich da für einen Streifen Designerpapier entschieden. Also das ist jetzt der, der sich da so rüberzieht. Also ich finde ganz, ganz lustig umgesetzt. Man kann es für mich ganz, ganz klar erkennen, dass diese Karte aus diesem Sketch entstanden ist und finde, das hat sie wirklich ganz optimal gelöst. Und was ich auch lustig finde, ist, dass die Silvia eine quadratische Form gewählt hat. Also auch das ist natürlich total im Programm und auch okay so. Man muss natürlich nicht in diesem vorgegebenen Format basteln. Weiters habe ich meine Mädels natürlich auch freigestellt. Sie können jede Farbe wählen. Sie können aus allen Designerpapieren wählen. Also sie waren wirklich total frei in dem, was sie verwenden möchten. Und natürlich auch klarerweise, der Kreis muss jetzt kein Kreis sein. Das könnte auch ein Quadrat sein oder ein Etikett oder was auch immer. Oder neue, wie sagt man, eine Christbaumkugel, die wir jetzt auch haben aus Stanze zum Beispiel, wäre auch gegangen. Und es war auch natürlich freigestellt, dass die Blätter, die ich jetzt da im Hintergrund gesetzt habe, dass auch da ganz egal ist, was sie verwenden. In dem Fall finde ich eben das gerade mit den Schneemännern sehr, sehr lustig. Die Bianca Niedrist hat jetzt den Sketch so umgesetzt, hat also die Runde nicht fertig gemacht, sondern sich nur einen Teil daraus genommen sozusagen
und hat es eben so umgesetzt. Der Rest ist auch ganz genau, wie die Skizze vorgibt. Also ein Band im Hintergrund, obendrauf einen Spruch mittig gesetzt. Auch eine nette Idee. Für meine Begriffe jetzt ein kleines bisschen abgewandelt vom Scratch, aber durchaus immer noch so in etwa erkennbar. Also wäre auch das für mich noch wirklich in Ordnung für die Challenge, also für meine Team-Videos, wenn meine Mädels das auch so ein bisschen abgewandelt haben, finde ich das auch noch immer in Ordnung. Wobei mir die Variante von der Silvia fast eine Spur lieber wäre, weil sie nur ein bisschen mehr dem Scratch gleicht. Wobei ich natürlich die Karte von der Bianca auf jeden Fall wunderschön finde. Also das hat jetzt mit dem, ob sie mir gefällt oder nicht, überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es mir jetzt rein um das, wie genau ist das Sketch umgesetzt. Aber eben, wie gesagt, ich würde es auch absolut als richtig akzeptieren oder sagen, ja, passt, weil es eben die Hauptelemente drauf hat und dabei hat. Also auch eine ganz nette Idee. Und eben, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, weil man da schon alleine sieht, wie unterschiedlich jeder diesen einen Sketch umsetzt. Also ich hätte eigentlich auch nur einen Sketch zeichnen brauchen, den meine Mädels geben und schauen, was retour kriegt. Wäre auch spannend gewesen. Aber ich möchte ihnen natürlich eine Vielfalt bieten. Ja, nun ist es natürlich so, ich habe ja jetzt schon einige Karten bei mir. Ich muss ja schauen, dass ich die Videos drehen kann. Und habe mir gedacht, ja, ist jetzt eigentlich total super, weil mit dem Sketch, da dienen sich meine Mädels jetzt sehr leicht, weil da hat man ein bisschen einen Anhaltspunkt. Und für mich wäre das zum Nachbasteln auch total easy, weil das ja für gewöhnlich mal einen Sketch dann nimmt, wenn man jetzt nicht so recht weiß, was für Karten bastel ich, brauche ich jetzt schnell her irgendeine nette Karte. Und als Anhaltspunkt ist einfach ein Sketch immer was total Feines. Also so verwende ich es. Für mich kommt der Sketch immer dann, zur Anwendung, wenn ich jetzt eigentlich eine recht geschwinde Karten brauche und nicht lang Zeit habe zum Düfteln. Dann schaue ich mir so bei meinen Sketches, die ich mir halt so angelegt habe in einer Mappe oder auf Pinterest oder wie auch immer, wo ich sie halt gespeichert habe, schaue ich mir so durch, was geht mir jetzt halt, was hüpft mich an, und dann suche ich mir anhand von dieser Skizze dann die Stempelkissen und die Designerpapiere und Bänder, die ich halt dafür verwenden möchte. So gehe ich das an. Jetzt war für mich auch, weil ich das eben so mache, dass ich das immer dann mache, wenn ich ganz eine schnelle Karte brauche, bin ich auch total davon ausgegangen, dass jetzt die Karten von meinen Mädels relativ simpel sein werden und ich die relativ schnell nachgebastelt bekomme. Tja, weit gefehlt. Ich habe echt so lachen müssen, weil ich, das gibt's doch nicht. Was meine Mädels da umgesetzt haben, so schön, so schön und so aufwendig teilweise, dass ich mir dachte, oh Himmel. Aber okay, es ist die Challenge, es ist die Herausforderung und es geht die Herausforderung an mich zurück, dass ich es halt dann auch basteln muss. Also, ich sage Ihnen, es wird spannend. In diesem Sinn möchte ich Sie jetzt gerade noch um Unterstützung für unsere Teamvideos bitten, denn Ihr Beitrag ist natürlich wieder ausgesprochen wichtig. Sie sind ja wieder meine Jury, unter Anführungszeichen, denn ich werde wie immer die Videos so schalten, dass man die Daumen nach oben oder etwaige auch nach unten, aber die ignorieren mir immer, dass man die Daumen nach oben nicht sieht. Sie dürfen und müssen und sollen aber bitte natürlich viele Daumen nach oben geben, weil das für meine Mädels ganz, ganz wichtig ist in der Auswertung dann, wer denn die Teamvideos gewinnt. Also das wird wieder ein ganz wichtiger Teil sein, wer die meisten Daumen hochs hat. Ist einer der wichtigen Punkte. Ganz wichtig für Sie persönlich ist, wer am Gewinnspiel teilnehmen will, das habe ich natürlich wieder wie bei den letzten Male. Es wird wieder aus denen, die am meisten kommentieren, ein Gewinner ermittelt. Also ich werde mir wirklich wieder die Arbeit machen und alle Kommentare raussuchen, wer am meisten kommentiert hat. Und die Anzahl, also wenn jetzt zum Beispiel einer 7-mal kommentiert in die ganzen Tage, dann wird das nicht einer alleinig sein, dann werden das von mir aus 10 sein, die unterschiedlich 7-mal kommentiert haben, nur als Beispiel jetzt, dann wird aus diesen 10 ein Gewinner per Los ermittelt.
Das heißt, je mehr sie kommentieren, desto größer ihre Chance natürlich, dass sie dann im Lostopf landen, Nummer 1. Und Nummer 2, wir freuen uns natürlich über jedes Kommentar, ist ja ganz logisch. Sie sehen anhand dessen, ich werde jedes Kommentar wieder mit einem Herzchen belohnen, unter Anführungszeichen, und für sie ist es gleichzeitig dann auch das sichtbare, die Frau Hüdel hat meinen Kommentar registriert. Ich werde nämlich natürlich wie immer alle Kommentare lesen und freue mich natürlich riesig über die vielen Kommentare, aber ich kann natürlich jetzt nicht unter allen Kommentaren zurückkommentieren, das wäre einfach zu viel. Da bitte ich Sie um Ihr Verständnis, aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich und auch meine Mädels lesen die Kommentare immer ganz viel, weil das natürlich für sie auch spannend ist, ist ja klar. Gut, also, so viel einmal zum Gewinnspiel für Sie. Der Gewinn wird momentan noch nicht verraten, das wird wieder eine Spezialüberraschung, die am Ende der Challenge dann bekannt gegeben wird. Aber Sie dürfen wie immer davon ausgehen, es wird ein wirklich schöner Gewinn sein. Also ich bin da meist recht großzügig, weil man vorkommt, ja, ist ja was Besonderes, so Teamvideos, soll ja was Lässiges sein. Schön. Und nochmal zurück zu den Karten. Dieses Mal wird das Bewertungssystem oder wer der Gewinner ist, nicht nur abhängig sein von Ihren Daumen hochs, sondern ich habe auch noch eine Fachjury im Hintergrund, die auch ihre Stimmen abgeben, und das wird so ein Mischmasch sein aus den Daumen hochs und der Fachjury, wie dann der Gewinner ausschaut oder wer das dann sein wird. Also wir machen es dieses Mal nicht nur von den Daumen hochs abhängig. Gut, in dem Sinn, glaube ich, habe ich jetzt alles erklärt. Ich hoffe, es war klar. Wenn nicht, alle Spielregeln, alle Teilnahmebedingungen, Sie müssen natürlich mindestens 18 Jahre alt sein, ist eh klar, werden wie immer auf meinem Blog aufgeführt. Den Link finden Sie unten in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, ich freue mich auf die nächsten 14 Tage. Ich wünsche uns allen viel, viel Vergnügen und Freude dabei. Und schenken Sie uns bitte, bitte viele Daumen hochs. In diesem Sinn, alles, alles Liebe. Tschüss, Baba. Bis morgen.